Ja, ich begrüße heute Robert Reimann von der Firma Aircom. Guten Morgen, Herr Reimann. Guten Morgen, Herr Zimmermann. Herr Reimann, Sie sind Vertriebsmitarbeiter im Bereich Service bei der Firma Aircom aus Wildau. Jawohl. Sie befassen sich seit einiger Zeit mit sogenannten digitalen Produkten, hier bei Ihnen genannt SmartLink. Ja. Und ich möchte ganz gerne den Zuschauern einfach mal die Möglichkeit geben, sich über Smart Products und das Verkaufen von smarten Produkten einfach mal ersichtlich zu machen, dass das mal nicht eben so geschieht, das Verkaufen von smarten Produkten, sondern da muss man sich schon ziemlich reinknien. Mhm. Und Sie sind für mich eigentlich so ein lebendes Beispiel, dass wir da gerade so Pionierarbeit machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das auch nochmal meine Hochachtung zu Ihnen, dass Sie da so wunderbar mitmachen. Und ja, ich möchte ganz gerne einfach mal mit der ersten Frage und gleich im dritten Gang anfangen. Was bringt Ihnen eigentlich der Nutzenkompass? Erzählen Sie mal. Ja, der Nutzenkompass. Also der Nutzenkompass, möchte ich mal voranstellen, ist sehr nützlich und das würde ich auch gerne kurz erläutern. Und zwar der Kunde, so wie ich ihn also sehr, sehr häufig zu, weiß ich nicht, 75%, 80% antreffe, ist doch noch sehr analog. Mhm. Und wenn man also so, die digitalen Chancen sind dem Kunden überhaupt gar nicht klar. Mhm. Gegenteil, also wenn man so ganz stumpf ins Haus fällt und sagt, ja, wir haben hier digitale Möglichkeiten, dann wird meistens abgeblockt. Industrie 4.0, ne? Man ja, das sind so Schlagworte und dann nehmen die sich meistens zurück und sagen, naja, für uns ist das noch nichts und so weiter und so fort. Aber durch den Nutzenkompass und gepaart oder flankiert mit einer raffinierten Fragestellung kann man eigentlich mit dem Kunden zusammen, sprich den Kunden abholen und man kann über den Nutzenkompass herausarbeiten, eine gewisse Schärfe reinbringen in die digitale Welt und für den Kunden diese Welt eröffnen, sodass er also dort nicht ablehnt, sondern zumindest auch zuhört und versteht, begreift und am Ende des Tages doch interessiert ist, weil es ist nicht einfach nur so dahingeworfen, digital 4.0 oder digitale Produkte, sondern er beginnt zu überlegen, nachzudenken und ja, das hilft ungemein, er macht mit, man ist auf einem gemeinsamen Nenner und erst dann, wenn man sozusagen für den Kunden auch herausgearbeitet hat, was wäre denn sinnvoll, erst dann am Ende kommt das Produkt. Verraten Sie mir mal, was hat Ihnen denn da diese ganze Thematik mit links und rechts rum und Fragetechnik und was wir da alles gemacht haben, was hat Ihnen das eigentlich gebracht? Na, dieses SPAN-System ist ja also einmal die Fragetechnik nach Situation, Problem, Aufwand und am Ende kommt der Nutzen. Das sind so diese vier Kategorien, durch die man im Gespräch mit dem Kunden sich durchfragt. Das hilft mir in erster Linie, den Kunden zu helfen, zu verstehen, was sind seine Themen in seinem Alltag. Das ist ja von Kunde zu Kunde hoch unterschiedlich, also oder sehr unterschiedlich. Und dem Kunden hilft es dem Kunden hilft es ganz klar, für sich selber auch nochmal zu reflektieren, im Gespräch zu verstehen, was mache ich eigentlich, wo liegen meine Probleme. Und ganz zum Schluss, auch dort kommen wir dann sozusagen zum Nutzen, den die Firma Aircom für den Kunden bringen kann. Auch das ist ja dann jetzt mal, das betrifft im Prinzip nicht nur die digitale Welt, sondern man kann für den Kunden in jedem Falle, wir haben ja mehrere oder viele Produkte bei uns in der Aircom Druckluft, dann auch das richtige Produkt für ihn zu finden, mit dem wir eben den größtmöglichen Nutzen bringen können. Gibt natürlich viele Anwendungen, aber um erstmal sozusagen auch einen Einstieg zu finden, mit dem größten Nutzen dann durchzustarten. Ja. Wenn Sie heute hören, dass Vertriebler mit einer Preisliste agieren, was denken Sie da eigentlich drüber? Dann denke ich immer an so einen Panzer, der überall drüber fährt, mit so einer Preisliste. Das ist ja relativ simpel, aber damit kenne ich überhaupt gar nicht den Kunden, sondern ich sozusagen drücke dem Kunden ja mein Produkt, ich plätte das so drüber und das ist wie so Türdrücker, ja, hier so ein bisschen oder Drückermanier. Wir haben ja den Anspruch, langfristig mit dem Kunden zusammenzuarbeiten und deswegen ist diese Preisliste kommt für uns doch nicht in Frage, sondern wir schneidern das individuell auf den Kunden zu. Hängt auch davon ab, wie der Nutzen letztendlich, also die Preisfindung hängt nachher auch vom Nutzen ab. Stichwort Wertpreis, ne? Wertpreis, wie viel ist dem Kunden eigentlich nachher der Preis
oder was ist dem Kunden dann sozusagen das Lösen von Problemen oder von, ja, von ihnen unangenehmen Situationen, die viel Geld kosten, versuchen wir dann sozusagen in Abhängigkeit dessen eine Preisfindung zu machen. Dass wir da im Wettbewerb stehen, ist klar, aber das bekommt dann auch für den Kunden eine ganz andere Wertigkeit, wenn er sich darüber so ein bisschen im Klaren ist, was es eigentlich für ein Aufwand ist für ihn. Also mit anderen Worten, Sie kommen also vom Push, also sozusagen vom Drücken in den Markt, ne, die digitalen Produkte reinzudrücken, kommen Sie zum Pull, dass die Kunden letztendlich irgendwo sozusagen selber ziehen, weil sie den Benefit und den Mehrwert und den Mehrnutzen, den sie bekommen, dadurch, dass sie selber mal drüber nachdenken und geführt werden im Dialog, viel, viel klarer erkennen können. Ja, genau. Der Kunde muss es wollen. Also der muss am Ende für sich was erkennen, er muss es dann wollen. Und da kommt eine ganz andere Dynamik in diesen Prozess. Herr Reimann, Sie sind ein taffer Typ. Ganz kurz zum Abschluss ein taffer Appell an die Zuschauer, die gerade dabei sind. Ja, unbedingt diesen Nutzenkompass benutzen. Vorab natürlich, gebe ich zu, ist es ein bisschen eine kleine Denksportaufgabe. Man muss sich darauf einlassen. Es wird immer am Ende sehr, sehr viel bringen. Flankiert mit diesem Span, mit dem Span-Fragesystem, also mit dem schlauen Fragesystem untersetzt, ist das eine ganz großartige Angelegenheit. Unbedingt machen.